ganz schön windig heute. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich hänge gerade eine Kamera auf. Diese Kamera hier wurde mir von einem Arbeitskollegen zur Verfügung gestellt. Der hat gesagt, Vari, Mensch, du kennst dich mit Wildkamera aus. Guck dir doch mal an, was mit der Kamera hier los ist. Ich hänge die mal auf und es sind nie Aufnahmen drauf. Da habe ich gesagt, gut, okay, mache ich. Ich hänge sie mal eine Woche lang im Wald und dann sehen wir mal, was damit los ist. Das ist eine Kamera von einem Hersteller, mit dem ich ein Problem habe. Und zwar Sekacam. Das ist eine Sekacam Raptor, weiß ich nicht, steht hier nicht drauf. Das ist eine Sekacam Raptor mit SIM-Kartenübertragung. Allerdings will mein Kollege dieses Prinzip nicht benutzen. Er will sie nur als Kamera benutzen, deswegen ist ja auch keiner mit bei. Die Kamera hat folgendes Problem, was ich nicht verstehe. Der Hersteller baut seine Kameras mit einem System auf, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich das Rückteil an einem Baum befestige, müsste ich die Kamera hier festschrauben. Wenn ich das nicht mache, kann ich sie abnehmen. Das heißt, das Teil ist am Baum dran und das Teil wird geklaut. So, nichtsdestotrotz, ich kann, wenn ich die Kamera irgendwie verschließe, und vielleicht anschrauben und einen Stahlseil rummachen, dass der die nicht mitnehmen kann, kommt ein Fremder auf jeden Fall an die Speicherkarte ran. Verstehe ich nicht sowas. Ich glaube, Sekacam baut die Kameras so, dass sie von vornherein annehmen, dass die Kamera in den Stahlkasten kommt und dann kann sowas alles nicht passieren. So. Ich richte die jetzt erstmal ein. Kommen Batterien rein. 8 Stück R6 bzw. AAA. In dem Rückteil kommen auch welche rein. Das ist wichtig, weil die Kamera sonst keinen Blitz anmacht. Wenn man diese Kamera kauft, dann gibt es von Sekacam Speicherkarten dazu. Das ist hier eine 16er. Das ist okay, das ist ausreichend. Da habe ich meistens auch nicht drin. Hier haben wir verschiedene Schalter. Der hier, der schaltet die Antennenübertragung an und aus. Also die SIM-Kartenübertragung schaltet er an und aus. Die ist jetzt auf aus. Brauchen wir nicht. Das hier ist LEDs. Ich kann nur oben oder beide anschalten. Ich brauche natürlich beide. Dieser Schalter hier hat keine Funktion. Der hat früher an den Kameras eine Funktion gehabt, dass sie nur Fotos oder nur Videos machen sollen. Das stellt man mittlerweile im Menü ein. Und der eigentliche Anschalter. So, wenn ich die Kamera einrichten möchte, muss ich sie vom Rückteil abnehmen. Das ist auch ein bisschen blöd gemacht. Ich tippe mal mein Passwort ein. Das ist wieder ganz gut, dass man ein Passwort hat. Kameras, die neu sind, mache ich als erstes Speicherkarte formatieren. Geht gar nicht. Was? Ich kann die Speicherkarte nicht formatieren? Ich kann in diesem Menü die Speicherkarte nicht formatieren. Das ist merkwürdig. So. Gut, Datum, Uhrzeit. Ich kann einstellen Batterie oder Akku. Das ist manchmal von Vorteil, weil wenn man Akkus reinpackt, dann sind die von der Spannung her kleiner als normale Batterien und der Spannungsregler muss dann sozusagen höher eingestellt werden. Das kann man hier mit diesem Menü machen und dann reagiert er auch richtig. Bei Kameras, wo man das nicht einstellen kann, sollte man auch keine Akkus reinpacken, weil die dann denkt, die Batterien sind fast leer. Kameras, die neu sind, stelle ich immer
auf Foto und Video ein, hat Vorteile und Nachteile. 5 Megapixel, ein Foto, Videoauflösung, Full HD, Videolänge, 25 Sekunden. Um die Kamera betriebsbereit zu machen, drückt man lange auf OK. Dann blinkt hier vorne da eine Lampe. Und um die wieder um wieder ins Menü reinzukommen, das gleiche, man drückt wieder lange auf OK. So, ich schraube die jetzt hier fest. So, ein ganz gut. Dann muss ich die Kamera immer abnehmen, um ans Menü zu kommen. Und vor allen Dingen, ich muss immer einen Schraubenzieher dabei haben. Ich sehe was. Wenn ich keinen Schraubenzieher dabei habe, komme ich nicht an die Kamera ran. So ein Quatsch. So. Und warum hänge ich die hier hin? Zeig ich euch. Hier befindet sich ein Fuchsbau, den ich schon ein paar Mal gesehen habe. Und deswegen habe ich die Kamera jetzt hier hingehangen. Genau wegen dem Fuchsbau da hinten habe ich die Kamera jetzt hier hingehangen. Das hier ist ein beliebtes Pilze-Suchgebiet, deswegen konnte ich hier früher keine Kamera hinhängen. Jetzt im Moment ist hier kein Pilzsammler unterwegs, deswegen macht es nicht, wenn die Kamera. Deswegen kann die Kamera hier auch ein paar Tage mal hängen. Ich denke mal so 2-3 Tage lasse ich die hier stehen, länger nicht, weil hier ist kein Schloss dran und es ist mir einfach zu dicht in irgendwelchen Gebieten, wo Leute rumlaufen. Okay, ich hatte schon mal eine Sekacam Wild Vision 5.0, glaube ich, hieß die. Und ich war von der Qualität bei dem Preis gar nicht einverstanden. Vor allen Dingen dieses Komplizierte mit diesen Ran und Rab. Wenn ich jetzt ins Menü rein will, kann ich nicht. Ich muss sie erst abbauen. So, dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Tja, und schon ist er an. Ich bin jetzt wieder zurück bei der Sekacam Raptor. Die hing jetzt hier ein paar Tage. Ich denke mal, das genügt, um ein paar Aufnahmen bekommen zu haben, direkt hier vor dem Fuchsbau. Und jetzt kommt etwas, was mir an dieser Kamera nicht gefällt. Und zwar, ich könnte theoretisch die Speicherkarte hier unten rausziehen, aber die Kamera ist im Betrieb. Damit würde ich die Speicherkarte höchstwahrscheinlich zerstören. Ich muss jetzt, um an die Speicherkarte ranzukommen, die ganze Kamera abbauen, hinten die Schrauben lösen, dann komme ich erst ins Menü, kann sie abschalten und kann dann erst die Speicherkarte rausnehmen. Das ist etwas, was mir bei diesen Kameras nicht gefällt. Aber naja, ist halt so. So. Die Kamera hat genau das gemacht, wofür sie da ist. Sie hat Aufnahmen gemacht, also sie ist nicht kaputt. Ich werde sie jetzt zu meinem Kollegen zurückgeben und euch zeige ich natürlich die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Ich wünsche euch viel Spaß.